Fortgeschrittenes Bunkai. Die nächste Form des Bunkai ist fortgeschrittener und verlässt manche Standards im Kata-Ablauf, um sich realistischen Situationen anzunähern. Man dreht sich in freier Drehung, Haltung, Distanz und Stellung dem Gegner jeweils zu und reagiert mit angepassten Distanzüberbrückungen, ohne das vorgegebene Schrittmuster des Kata-Ablaufes zu berücksichtigen. Nach dem ausgeführten Konter wird eine Sicherheitshaltung, Jiuwasa, eingenommen. Bemerken Sie im Film, dass die Drehungen immer vorher und in freier Deckung, Jiugamae, ausgeführt werden. Dies ist einer der Schlüsselpunkte dieser Übungsart, wodurch aus einer sicheren Distanz in eine Angriffsdistanz hineingegangen und anschließend wieder herausgegangen wird. Aus dieser Form des Bunkai entstand das Jiu-Ippon-Kumite. Jiu-Ippon-Kumite. Wenn die Einzelsequenz einer Kata in freier Deckung, freier Bewegung und freier Technik geübt wird, nennt man diese Übung Jiu-Ippon-Kumite. Nach wie vor sind die Aktionen abgesprochen, auf Okinawa Yakusoku-Kumite, abgesprochenes Kämpfen, und bestehen nur aus einer Konteraktion. Im Jiu-Ippon-Kumite werden zumeist Atemi-Techniken angewendet, auf Hebel-, Greif- und Vitalpunkttechniken Kyusho-Jutsu wird weitgehend verzichtet. Ähnlich den Techniken aus Rensoku-Wasa sind in den okinawanischen Kampfkünsten die Kote-Kitae sehr beliebt. Sie werden zur Abhärtung der Arme, der Beine und des Körpers ausgeführt, können aber auch fließend in Rensoku-Wasa übergehen. Kote-Kitae kann man im Stand und in einem oder mehreren Schritten üben. Hier einige Beispiele. Auf Okinawa wurden diese Übungen verfeinert und auf die Techniken der okinawanischen Kata angepasst. Wir stellen in diesem Film nur einige wenige Möglichkeiten vor. Im Shotokan Ryu ist die Heian Shodan die erste Kata der Heian-Gruppe. Sie schult die Abwehrtechniken Gedan-Barai, Jodan-Age-Uke und Shuto-Uke. Chudan-Oizuki und Tetsu-Uchi werden als Angriffstechniken verwendet. Alle Techniken werden in den Stellungen Senkotsudachi und Kokotsudachi ausgeführt. In der Heian Shodan werden vor allem die Beinbewegungen und die Richtungsveränderungen, die Haltung des oberen Körpers und die Spannungsverhältnisse geübt. Die Kata enthält 21 Bewegungen und soll in einer Zeit von ungefähr 40 Sekunden ausgeführt werden. Heian ist eine Bezeichnung, die man im japanischen Shotokan Ryu gebraucht. Diese Kata wurde 1905 von Meister Itozo Yasutsune aus Shuri Okinawa gegründet und 1907 auf den Grundschulen Okinawas als Gesundheitsgymnastik eingeführt. Goshin Kumite Ichi. Diese Übungsform heißt Goshin Kumite und bedeutet Partnerübung zur Selbstverteidigung. Sie repräsentiert das in diesem Film erläuterte Kion Ippon Kumite und enthält im Grunde genommen Methoden und Verfahren des Kämpfens aus verschiedenen Heian Kata, bevorzugt aber aus Heian Shodan, und repräsentiert eine Übung des Bunkai dieser Kata gegen nur einen Gegner. Dadurch wird die Übungsintensität erhöht und die Kombinationen können fließender erfolgen. Im Bild wird die Kion-Form, Grundform, demonstriert, die sich besonders für untere Kyo-Grade gut eignet. Alle standardisierten Formen des Goshin-Kumite entstammen der Initiative der Lehrer aus dem Budo-Studienkreis. In diesem gibt es für jede Kata eine Goshin-Form, in der die wesentlichen Momente des Bunkai dargestellt werden. Die Goshin-Formen der Kata sind entwickelbar,